Sternenklar heißt Blick in die Zukunft. In deinem Fall, Sabine, du guckst in die Karten und kannst damit was genau sehen? Also was ich nicht sehen kann, sind Datum, Uhrzeit, Telefonnummern, Adressen oder Namen. Aber ich kann voraussehen, ob jetzt ein Partner wiederkommt, ob man einen neuen Job findet, wo man sich bewerben sollte vielleicht, so Beruf, Berufung, welche Fähigkeiten habe ich, was kann ich machen, solche Sachen. Das ist ja cool. Also können wir so ein bisschen so praktisch das Themengebiet schon abstecken. Es ist ja Ihre Sendung, es sind Ihre Fragen. Stellen Sie Ihre wichtigste Frage zu dem Thema, wo vielleicht der Schuh drückt, ja? Kann ja die Liebe sein, das ist ja oft ein Thema irgendwie. Was sagst du, ist es da die Suche nach einem neuen Partner oder die Probleme, die man mit dem jetzigen hat? 50-50 kannst du eigentlich fast sagen, ja. Also meistens sind, also es ist wirklich 90% sind Fragen wegen der Liebe oder wegen dem Beruf, dank der Konjunkturlage, die wir nur weltweit mittlerweile haben. Ich habe auch Fragen nach dem Nikkei-Aktienindex. Habe ich auch einen Kunden, der gibt mir dann irgendwelche Namen durch, wo ich es beim besten Willen nicht weiß, was das alles ist. Ich sage immer nur, ja, nein, offensichtlich klappt es, weil der spendet immer ziemlich viel Geld für die UNICEF zum Beispiel. Liebe ist immer so eine Geschichte. Ich meine, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht, sind ja doch zwei Partner dran beteiligt. Also man muss schon gucken, woran lag es denn. Also nicht jetzt nur ein Hellseher der Karten, den Astrologen anrufen und sagen, ich will, dass er wiederkommt. Ja. Das klappt nicht wirklich immer, sondern man muss schon ein bisschen was dafür tun. Okay, das werden wir im Einzelnen dann herausfinden. Stellen Sie uns Ihre Frage, schnell anrufen. Wir warten auf den ersten Anrufer, erste Anruferin. 01379 9122. Während wir warten, werden wir noch ein bisschen ins Detail gehen. Was kann ich denn verkehrt machen, wenn ich jetzt anrufe? Wir kennen ja, du kennst ja die Zuschauer nicht, die draußen zugucken. Nein. Was kann derjenige verkehrt machen? Irgendwie also, muss ich was können? Nein, können musst du gar nicht. Ich meine, man sollte eine Frage artikulieren können. Ja, also das reicht schon. Ja, was zum Beispiel gar nicht geht, ist, sag mir mal was zur Liebe. Das geht nicht. Ja, das ist, sag mir mal bitte was über gestern. Gestern? Ja. War ein cooler Tag gestern. Ja, cool. Aber was war in New York gestern oder in Tokio? Ja. Oder weißt also, wir müssen spezieller die Frage hören, damit du auch genauer antworten kannst. Ja, genau. Das ist cool. Je präziser die Frage, desto schneller die Antwort. Ja, dann fragen wir nach. Muss ich Angst haben? Das ist ja auch immer so eine Frage. Muss ich Angst haben, dass du etwas erzählen könntest, was ich nicht hören will? Nein, mit Sicherheit nicht, weil ich gehe mit Sicherheit nicht in Details rein, die jetzt vor der Kamera nicht spruchreif wären, das mit Sicherheit nicht. Und das andere Ding ist, die Kunden müssen mir weder einen Namen sagen, noch einen Namen vom Partner oder sowas, sondern einfach nur eine konkrete Frage, dann kriegen sie eine konkrete Antwort. Aber ich würde es nicht erzählen, was weiß ich, keine Ahnung, du hast vorgestern vergessen, Müll rauszubringen. Das will ich nicht tun. Bin sehr gespannt. Hallo, hier ist Sternenklar. Wer ist denn da? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hier ist die Regina. Hallo, Regina. Schön, dass Sie da sind. Von wo aus rufen Sie uns an? Aus Sachsen. Sachsen, okay. Sie sind ein bisschen nervös, höre ich. Sie schnaufen. Ja. Brauchen doch gar nicht, passiert doch gar nichts. Sabine wird Ihnen jetzt gleich die Karten legen. Mhm. Um welches Thema geht es bei Ihnen? Wo hakt es denn im Moment? Familienmäßig. Familienmäßig. Und da Probleme mit irgendjemandem im Speziellen? Na, Probleme direkt nicht, aber ich möchte mal so sehen, ob mein Sohn sein Ziel erreicht. Also, da haben wir doch konkrete Frage, ob der Sohn, es geht um den Sohn von der Regina. Hallo Regina, es ist die Sabine. Hallo Sabine. Regina, dein Sohn, sein Ziel erreicht. Darf ich fragen, wie alt dein Sohn ist? 21. Also mit einem war das in der Ausbildung, beziehungsweise Der ist fertig Studium. Mit der Ausbildung. Der muss jetzt am 1. November zur Musterung nach Berlin. Ja, der will Zeitsoldat werden oder will der studieren bei der Bundeswehr, weil ich habe, dass er auch für lange Zeit dort sein wird bei der Bundeswehr, viel im Ausland zu tun haben wird. Dein Sohn ist auch mehrsprachig, ne? Oder ist gerade dabei, mehrsprachig zu werden. Naja, was normal ist, Englisch im Unterricht. Wird aber noch mehr werden, das weißt du, der ist ziemlich sprachbegabt und ich habe ihn auch hier mit Auslandsaufenthalten, aber nichts, was gefährlich ist. Ist der in der IT oder also irgendwas mit Studium, mit Maschinenbau, irgendwas in der Richtung will er machen, das Ziel wird er auch erreichen. Ich tippe mal eher drauf, sag mal, will der mit Flugzeugträger oder fliegen oder sowas? Naja, das Moment, er hat gelernt, Kaufmann im Einzelhandel. Ja. Und dann irgendwie in der Richtung will er dann dort, ja, eventuell Flugzeuge bestücken oder irgendwie beladen, ja. Sowas. Ja, ich habe irgendwas, weißt du, deswegen habe ich gefragt, weil ich habe irgendwas mit Flugzeugen, aber nicht, dass er selber fliegt und irgendwas auch mit Maschinenteilen. Also ganz genau kann ich es dir natürlich auch nicht sagen, ich bin nicht Gott. Ist okay. Aber das Ziel wird er auf jeden Fall erreichen und ich habe auch, dass der längere Zeit im Ausland sein wird. Aber du brauchst dir keine Sorgen machen, dass ihm irgendwas zustoßen wird, das nicht. Der hat übrigens auch eine feste Partnerin, ne? Also ich habe eine dunkelhaarige Frau, die da so nicht ganz angetan sein wird, wenn er weggehen wird. Aha, ja, das...
die ist dunkelhaarig, stimmt, ja, aber noch nie so lange. Die bleiben auch nicht zusammen, also, aber das habe ich dir jetzt nicht gesagt, okay, weil der findet eine andere. Okay. Gut, Regina, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen weiterhelfen. Das ist super. Gerne, klasse. Kein Thema. Regina, alles Gute und alles auch alles Gute für den Sohn, ja? Gut, danke. Tschüss. Ganz interessant, für mich waren das böhmische Dörfer. Ja, das ist, nee, es sind Skatkarten, amerikanische Ja, deswegen für mich, ich habe da nichts gesehen, aber du anscheinend, wenn man sogar noch die Haarfarbe von der jetzigen Freundin, ist das immer wieder überraschend für mich. Wenn Sie genauso überrascht sein wollen, versuchen Sie es. 01379 69 112. In diesem Fall ja ganz interessant, Sabine, dass eine Anruferin da ist, die nicht für sich selbst was wissen will, sondern für den Sohn. Wie funktioniert sowas? Also normalerweise gebe ich keine Auskünfte über dritte Personen, ja. also Kinder bis 16 Jahre, ja. Okay. So. Aber sie hat jetzt nur für seine berufliche Laufbahn, ob er das Ziel schafft, das ja. Aber sie macht sich auch unheimliche Sorgen drum. Aber sie wird sich nie in sein Leben einmischen. Mhm. Deswegen klappt es. Aber ich könnte jetzt nicht, wenn du mich bitten würdest, guckst du mal bitte, was der Kameramann gestern Abend getan hat. Obwohl, das würde mich schon interessieren. Ja, aber die Auskunft würde ich dir auch nicht geben. Kann ich nicht. Kriege ich keine Antwort. Also, es geht um Sie zu Hause. Es geht um Ihre Fragen. Es ist Ihre Sendung. Stellen Sie Ihre Frage zum Themengebiet Liebe. In dem Fall, gut, war es jetzt der Beruf des Sohnes. Kann aber auch Ihr eigener Beruf sein, Ihr berufliches Fortkommen. Wollen sich neu orientieren, wo drückt der Schuh? Ja, sagen Sie es uns und dann bekommen Sie eine Antwort von Sabine Tonke, die heute da ist und Ihnen die Karten legt. 01379 69 112. Einer nach dem anderen kommt durch, also schnell hier durchklingeln, denn ich sehe schon, es wird wieder gemischt. Und wenn ich nervös bin. Ehrlich? Ach, also komm, geht doch. Ja, vor allen Dingen, warum, du siehst, ich komme leicht in Verlegenheit schon, warum kannst du sehen, dass der Sohn hier eine schwarzhaarige Freundin hat? Das ist total perplex. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das war einfach da. Das ist, weißt du, das ist genauso, wenn du jetzt Picasso fragen, also wenn du noch leben würdest, Picasso fragen würdest, warum hat er jetzt blau anstatt grün genommen? Ja. Oder ich kann dir zwar die Bedeutung der einzelnen Karten erklären, aber das ist genauso, Picasso gibt dir die Menge der Farben, die er für ein Gemälde gebraucht hat, aber du wirst nie das Gleiche hinkriegen. Jeder von uns macht das anders. Ich weiß manche Dinge, ich weiß nicht woher. Also ist es also praktisch nicht das Kartenbild, das dir das sagt, sondern ist deine Interpretation? Meine Intuition. Und die in dem Fall, die auch noch passt. Also ich hätte jetzt gedacht, gut, da liegt vielleicht die Pik Dame ist, glaube ich, schwarz, deswegen schwarze Haare. Ja, war schon richtig, ja. Ach so. Ja, das passt schon, war schon richtig. Also sie war ja in Bezug zum Sohn da gelegen. Aber es hätte ja total in die Hose gehen können, dass das eine Blonde ist oder er hat überhaupt keine Freundin oder steht auf Männer oder was weiß ich. Das ist mein Risiko. Hallo, ihr Stern, klar, wer ist denn da? Wolfgang, gell? Ja, Wolfgang. Grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Eine kleine Bitte zunächst, machen Sie Ihren Fernseher. Moment, Fernseher leiser machen, sonst verstehen wir uns nicht, denn es gibt eine Rückkopplung. Fernseher bitte. Meine Frau ist auf 14 Tagen gestorben. Was aus ihm wird, ich weiß nicht, ob er das hier... Ich habe akustisch gar nicht. Seine Frau ist gestorben vor 14 Tagen. Oh mein Gott. Schwieriges Thema. Was aus ihm wird. Aber was aus ihm wird. Ja. Wolfgang, er hat ja Kinder, die fangen ihn doch sowieso bisschen, schon mal auf. Bisschen leiser bitte den Fernseher machen, dass wir uns verstehen, Wolfgang, ja? Bitte? Den Fernseher ein bisschen leiser machen, sonst verstehen wir uns nicht. Dann gibt's eine Rückkopplung. Ja, ist gut. Ja? Sie hören uns am besten übers Telefon. Also ich habe bei Ihnen, dass er umziehen würde. Wolfgang, hast du einen Sohn oder einen Schwiegersohn, der ein Stück weiter weg wohnt von dir? Ich habe ihn ausgeschalten. So, Fernseher ist aus, sehr gut. Die Frage war, Wolfgang, haben Sie einen Sohn oder einen Schwiegersohn? Weiter weg wohnt. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Ein Sohn? Ja, weil der wird ihn aufnehmen. Also er wird ich bin aber schon alle. Die Tochter arbeitet noch, aber der Sohn ist schon bei 10 Jahren arbeitslos. Okay, und der Sohn arbeitet noch? Nein, der arbeitet nicht. Der arbeitet nicht. Ah. Aber bei dem wird er einziehen. Also und zu dem wird er ziehen. Sabine sagt, Wolfgang, Sie werden zu Ihrem Sohn ziehen. Bitte? Sabine sagt, Sie werden zu Ihrem Sohn ziehen. Ja, nicht. Die kommen alle beide mal. Okay. Mal einkaufen, mal gucken und so. Wolfgang, ich glaube, an dieser Stelle brechen wir das ab. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Rufen Sie bitte, ich werde Ihnen auch gleich nochmal die Nummer sagen bei der Expertenhotline. Da wird auch Sabine nachher für Sie zur Verfügung stehen. Dann kann man das Ganze, ich glaube, das ist auch keine Plattform im Fernsehen, sowas zu diskutieren. Ja. Wolfgang, gleich nochmal aufpassen, Expertenhotline anrufen und dann wird Sabine sich nochmal speziell um Sie kümmern, ja? Gut, danke. Alles Gute, tschüss, Wolfgang. Das sind schwierige Fragen. Schwierige Fragen, die nicht unbedingt auch fürs Fernsehen bestimmt sind. Deshalb gleich der Hinweis auf unsere Experten-Hotline. Da kann Wolfgang auch später nochmal direkt mit Sabine dann sprechen. Unter zwei Ohren, sagen wir es mal so. Ja, oder vier Ohren. Es muss sowas ja nicht unbedingt live im Fernsehen diskutiert werden. Also wir brechen auch sowas ab, deswegen keine Angst. Klar, es ist eine Situation, ich kann mir das vorstellen, ich hab selbst sowas auch in meiner Familie erlebt, da ist man vielleicht auch kurzfristig hilflos.
da hört man, was wie geht's weiter, ja? Ja, die Frage ist, was soll wie weitergehen? Schau, ich meine, bei mir sind 6 Familienmitglieder vor 4 Jahren gestorben, inklusive meinem Vater. Da geht so ein Boden auf und man fällt rein, ja, oder? Aber das ist dann keine Frage, die ich mit ist ja keine Frage, wie geht mein Leben weiter, sondern was will ich mit meinem Leben weiterhin machen? Möchte ich eine neue Partnerin haben? Möchte ich bei meinen Kindern wohnen? Will ich wieder arbeiten? Möchte ich mich einfach der Trauer hingeben? Soll ich vielleicht in eine Klinik gehen, vielleicht um wieder aufgefangen zu werden? Meine Großmutter ist auch total zusammengebrochen, als mein Großvater starb. Aber das ist nicht eine Frage, die ich in einem Satz beantworten kann. Deswegen guter Hinweis vielleicht jetzt auf unsere Experten-Hotline. Und dazu blenden wir jetzt auch eine andere Nummer ein, also auch für Wolfgang. Da kann er dann die Sabine gleich im Anschluss an diese Sendung auch erreichen. Experten-Hotline, Rufnummer kommt. Achtung, 0900 11 22 und die 5000. Hier können Sie sich 24 Stunden beraten lassen, auch tiefergehende Gespräche. Okay. Und wie gesagt, das Ganze auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenn Wolfgang Lust hat und das Bedürfnis auch hat, dann bitte nochmal anrufen. 0900 11 22 5000, haben wir eine falsche Nummer, die wird aber gleich korrigiert. 0900 11 22 5000. Du bist kurz nach 2 etwa, bist du unter der Nummer auch eine Stunde etwa zu erreichen. Ne? Also, Wolfgang, das ist eine falsche Nummer, die Sie hier eingeblendet sehen. Wir blenden gleich die richtige ein. An die Regie bitte 0900 11 22 5000. Diese Rufnummer ist falsch. Wir blenden gleich die richtige ein. So, jetzt kommt sie. 0900 11 22 5000. Also, ab 14 Uhr für Wolfgang und alle anderen, die nicht warten wollen, die jetzt gleich sprechen wollen, ganz klar, 24 Stunden die Expertenhotline zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass wir heute auch uns um schöne Themen kümmern können. Es ist ja ganz klar auch die Liebe. Ja gut, wenn es das Problem ist, müssen wir halt auch mal kurz drüber sprechen. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Aber Liebe, wenn jetzt jemand, das ist auch für mich immer so ein Mysterium, wenn jemand keinen Partner hat ja, und du kennst die Person nicht, ruft an und sagt, Mensch, ich bin jetzt schon 2 Jahre solo. Wann finde ich jemanden? Und das kann man auch sehen. Oder wie kannst du also, da was sehen? Also wann ist immer eine Frage für die Astrologen, sowieso generell. Also so zeitliche Frage. Ja, zeitliche Frage. Ich meine, ich kann es ungefähr festmachen, plus minus. Die nächste Sache ist aber, wenn jemand 2 Jahre Single ist, was ich nicht mache, ich kann ja ungefähr beschreiben, wie der nächste Partner aussieht, aber ich will keine Fixierung setzen. Weil wenn ich dir zum Beispiel sage, du triffst übermorgen eine Schwarzhaarige, ja, könnte ja sein, ne? dann fixierst du dich auf schwarzhaarige Frauen, weil Sabine sagt schwarzhaarig und du übersiehst vielleicht eine dunkelrot gefärbte, die vielleicht von Natur aus schwarzhaarig ist. Also deswegen ist es immer schwierig zu sagen. Und wenn jemand 2 Jahre Single ist, dann muss ich fragen, was ist der Grund, warum bist du so lange Single? Schlechte Erfahrungen gemacht und. Und dann sollte man sich auch klar darüber sein, bedenke, was du dir wünschst, das könnte dir gewährt werden. Wenn ich mir einen Partner wünsche, unbedingt an meiner Seite, dann ist man nicht mehr objektiv. Man will unbedingt das drin sehen, was man drin sehen will. Jetzt besteht doch auch darin, wenn du es selbst schon ansprichst, die Gefahr, man ruft hier an, du sagst irgendetwas. Und plötzlich ändert sich mein Leben schlagartig, weil ich nur noch das im Kopf rumschwirren habe. Die Sabine hat gesagt, die Sabine hat gesagt, die Sabine. Da bin ich ja ein Geißel der Karten, wenn du irgendwas jetzt gelegt hast, was ich dann nicht mehr aus dem Kopf kriege. Nein, das ist, also pass auf, ich meine, selbst Kartenlegen kann zur Sucht werden, alles kann zur Sucht werden. Von Schokolade bis Mandarin, Kartenlegen, Fernsehen gucken, was auch immer. Okay. Sprechen gleich weiter. Machen wir erst den Thomas, der wird jetzt verarztet von uns. Thomas, grüßi. Hallo Thomas, Sie sind bei uns, bei Sternenklar. Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, bei Ihnen geht es um den Beruf, gell? Ja, genau. Ich frage mich, wie das bei mir beruflich weitergeht, in welche Richtung das gehen wird. Okay, Thomas, Sie sind gerade in der Beschäftigung oder suchen einen Job? Selbstständig. Ja, ich bin in der Beschäftigung, aber fühle mich da nicht so wohl. Okay, und suchen irgendwie neue Herausforderungen und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ja, genau, das suche ich, eine neue Herausforderung. Okay, er ist in der Beschäftigung im Moment, aber ist nicht so ganz glücklich. Nee, Sabine, kann ich auch verstehen, weil du arbeitest mir mit vielen falschen Menschen zusammen. Wolfgang, du bist ein sehr gutmütiger Mensch, du lässt dich ein bisschen zu sehr ausnutzen. Es ist aber wichtig, dass du diesen Job im Moment noch beibehältst, weil dir die finanzielle Unabhängigkeit garantiert. Was bei dir ist, du bist sehr viel im spirituellen Bereich tätig, sehr kreativ auch. Machst du irgendwas mit Feng Shui oder irgendwas in der Richtung, Astrologie? Nee, überhaupt nicht. Weil ich habe dich nämlich hier, dass du im helfenden Bereich, aber so offen für andere Menschen, auch für die Probleme von anderen Menschen sehr offen bist. Und du denkst auch darüber nach, mit einer Selbstständigkeit erstmal was selber hochzuziehen, ne? Hast du schon mal irgendwie über den Marketingbereich nachgedacht? Ansatzweise, aber das war nichts für mich. Was möchtest du denn machen, wenn ich mal so fragen darf? Also im kreativen Bereich und im Servicebereich. Ja.
Und ist der Gedanke, Thomas, richtig? Servicebereich ist Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Menschen und es ist kreativ. Ja. Das ist genau, ich bloß berufsspezifisch nicht draufstehen. Da muss man auch ein bisschen interpretieren. Aber Thomas, ist es der Gedanke nach Selbstständigkeit, der da auch irgendwo mit in deinem Kopf rumspielt, rumgeistert? Ja. Das würde mich interessieren. Mhm. Und das sagst du, Sabine, dass das passt, den, oder was? Ja, er wird den Job hin, also den Job, den er jetzt hat, da sammelt er noch sehr viel Erfahrung, die er mitnehmen wird. Neue Kontakte werden geknüpft und ich habe hier auch in Zusammenarbeit. Aber deine Firma, die Selbstständigkeit wirst du alleine machen, aber du wirst Unterstützung von einer anderen Person mit finanziellen Mitteln bekommen. Und das wird gut laufen. Du hast im Moment nur sehr wenig Selbstvertrauen. Also ich weiß ja nicht, in welche Richtung es gehen wird. Also ich kann dir nur sagen, es wird mit Menschen zu tun haben, es wird was mit dem spirituellen Bereich zu tun haben, es wird kreativ sein und es wird selbstständig sein. Aber eine genaue Berufsbezeichnung habe ich nicht draufstehen. Also ist es zumindest so ein Richtungs-, in welche Richtung es gehen kann, Thomas? Der Mann ist gut, das weiß ich, der Wolfgang ist gut. Wenn er was anfängt, macht er es richtig, aber er muss Thomas. Die Ziel vor Augen haben. Ja, genau, so ist es auch bei mir. Richtiges Ziel. Vielleicht kannst du damit was anfangen, dass irgendwie zumindest, vielleicht ergibt sich ja was. Ja. Weißt du, dann erinnerst du dich dran, da war doch irgendwas und ein Partner, der auch mit Kapital da vielleicht einsteigt. Ich hoffe, dass es klappt. Und da habe ich eine Frage, wann wird denn das in etwa sein? Mit Zeiten bin ich nicht ganz so gut und das hängt von deiner, also mit Zeiten ist es so, ich meine, das sind die Astrologen besser, das gleich mal vorneweg, aber mit Zeitentscheidungen ist es so, wenn du heute sagst, ich mache das in 3 Jahren, dann wird das in 3 Jahren stattfinden, ja. Wenn du jetzt offen bist und sagst, okay, ich warte darauf, dass es zu mir kommt, dann wird es sich sehr schnell umsetzen, weil ich habe gar keine Zeitkarte hier liegen, das heißt, das kann gestern, heute oder morgen passieren. Sobald der andere Mann dir über die Füße fällt, weil den kennst du noch gar nicht, sobald er dir... Ich habe Kennenlernen hier in der Öffentlichkeit und dann werdet ihr drüber reden und dann wirst du sagen, so, und jetzt schmeiße ich meinen Job und jetzt mache ich. Thomas, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Halt einfach das mal klappt. Ohren und Augen offen und dann klingeln vielleicht irgendwann mal die Alarmglocken. Alles Gute, Thomas. Okay, dann bedanke ich mich. Ja, gerne. Ciao, tschüss. Ja, gerne. Es ist ja Ihre Sendung. Ihre Fragen, sagen Sie uns bitte, wo das Problemchen sitzt. Wir versuchen rauszufinden, warum es so ist. Und natürlich nicht, aber Sabine, die kennt sich aus, legt die Karten, guckt rein und sagt ihnen, aha, dahin könnte es gehen. Und das finde ich gut, dass man, dass du nicht sagst, du machst genau das, sondern grob umrissen, aus welchem Bereich oder in welchem Bereich er da Fuß fassen könnte. Mhm. Und dann sieht er ja, wo Anknüpfpunkte sind. Ja. Also in dem Fall Service, Spiritualität, das kann ja im weitesten... Spiritualität ist eigentlich nur Hilfsbereitschaft, Offenheit gegenüber Menschen, Tieren. Also er muss jetzt nicht Karten legen. Nein, spirituell heißt nicht, dass jemand unbedingt Karten legt oder Astrologe oder Feng Shui, sondern spirituell heißt eigentlich nur über sich selbst nachdenken und über sich selber klar werden. Okay. Ja, ich meine, deswegen sage ich, Berufsbezeichnungen stehen keine drauf, weil es ist Blödsinn, ihm eine Fixierung zu setzen und zu sagen, er wird jetzt Marketingmanager bei Tele5. Ja. Wäre doch Blödsinn, weil dann fixiert er sich da drauf. Das will ich schon werden. Also, okay, siehst du, wusste ich doch mal. Nee, aber. Achtung, jetzt anrufen und mit uns sprechen, dann versuchen wir rauszufinden. heute ja Berufsfragen, sehr, sehr angesagt. Wenn Sie jetzt ein bisschen warten, sind Sie gleich bei uns. Wenn Sie nicht warten wollen, gibt es eine zweite Möglichkeit. Und jetzt, Achtung, die 0900 11 22 5000 ist Ihre Expertenhotline, 24 Stunden zur Verfügung. Und da bestimmen Sie selbst, wie tief dieses Gespräch wird, wie ausführlich dieses Gespräch wird. Experten warten 24 Stunden und auch Sabine Tonke wird nach dieser Sendung für Sie zur Verfügung stehen. Ab 14.10 Uhr, 14.15 Uhr. Ja, eine Zigarette dazwischen. Eine Zigarette, gut, kriegst du. Und dann heißt es für Sie eine Stunde mit Sabine sprechen, ganz ausführlich dann ein Gespräch führen zu Ihrem Themengebiet. Und da wie sieht sowas dann aus? Wie kann ich mir vorstellen? Das kann dann 10, 20, halbe Stunde dauern? Wie intensiv ist sowas? Also mein Rekordgespräch lag über 4 Stunden. 4 Stunden? Mhm. Da ist dann aber das ganze Leben umgewälzt worden wahrscheinlich. Ja, das ist es dann oft so, dass die Kunden dann wirklich erstmal sagen, nee, das ist nicht so und das ist nicht so und das ist nicht so. Und dann hinterher kommen sie, ach du, eigentlich hast du ja recht. Weil ich meine, willst du mit deinen negativen Seiten konfrontiert werden? Nicht wirklich, oder? Nö, ich sowieso nicht. Also ja, deswegen 0911 22 5000. Rund um die Uhr lassen Sie sich bitte beraten. Sabine auch dann ab 14 Uhr direkt zu erreichen. Wenn Sie nicht unbedingt im Fernsehen, ich kann das verstehen, hängt dann natürlich auch vom Thema ab, nicht unbedingt live im Fernsehen über Ihr Problemchen sprechen wollen oder wenn es auch ein größeres Problem ist, macht man das einfach hinter den Kulissen. Wenn Sie aber jetzt gleich mit uns sprechen wollen, nutzen Sie unsere Rufnummer direkt hier rein ins Sternklar Studio 01379691212. Eine Frage frei, Ihre wichtigste Frage. Also was beschäftigt Sie im Moment, wenn man morgens aufwacht und in den Spiegel guckt und sagt, wie siehst denn du aus? Wenn das Ihre Frage ist, vielleicht können wir da helfen.
Oder es ist irgendwas anderes. Ja? Ich meine, das ist ja, wenn man so ein Problem hat, dann geistert das ja einem den ganzen Tag im Kopf rum. Ja, und oder? Dann muss man das, mein Lieblingswort ist loslassen. Weißt du, wenn man wüsste, wie es geht, würde man es tun. Also loslassen heißt auch wirklich, sich selber mal wieder loszulassen, ja. Von dem Gedanken wegzukommen. Aber was ist es eigentlich, was dann letztendlich hilft? Warum soll ich hier anrufen? Ich meine, wenn mich jemand anruft, kriegt er vielleicht einen blöden Kommentar. Aber warum soll er dich anrufen? Der kriegt auch einen blöden Kommentar. Nein, aber wenn du, wie kannst du helfen, das will ich damit fragen. Helfen ist immer so ein Wort, ich kann nur, ich sag mal, den Weg aufzeigen. Ja. Laufen müssen sie alleine. Also ich kann dann noch eine Möglichkeit zeigen, was man anders machen kann. Ich sehe es ja von der anderen Seite, ja. Wie du es jetzt zum Beispiel siehst. Also die unabhängige Meinung. Ja. Sehr gut. Hallo, wer ist da? Hier ist Stern, klar? Ja, hallo, hier ist die Dani. Hallo Dani, grüß dich. Von wo aus rufst du uns an? Aus Sachsen. Aus Sachsen, okay. Lass mich überlegen, bei dir geht es um die Liebe. Ja, genau. Wow, klingt gut. Ja. Sag mal, nee. Aber du hast einen Freund? Nee, eben nicht. Aber du hast keinen Freund? Warum? Das ist die Frage. Warum hast du keinen? Ach Mensch, also wir gehen doch nicht über ins Detail, siehst du, aber gerade gesagt, du bist. Ich kann das ja nicht, siehst du, ja, mir kommt nur Blödsinn raus. Ja. Aber Sabine kennt sich aus und hoffentlich findet sie raus, warum du noch keinen gefunden hast. Ich muss aber sagen, Dani, du bist eine ganz liebe, du bist ein herzensguter Mensch und dein Fehlerchen, sag mal, es gibt einen dunkelhaarigen Mann bei dir, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Nein, also ich sag mal so, also ich habe bei dir jemanden im weiteren Umfeld, der ist nicht schwarzhaarig, er ist dunkelbraun. Den kennst du schon etwas länger. Ja, und der wäre eigentlich am interessantesten von dem Ganzen, ich sag mal, sowas um dich rumrennt. Weil ich habe hier nur Männer, die dich irgendwo ausnutzen wollen. Du bist nur der gute Kumpel, die beste Freundin und jeder heult sich bei dir aus. Aber ich sag mal, Beziehung will keiner wirklich mit dir haben, ne? Nicht die, die ich haben wollte. Ja, und genau, ja. Also warte mal. Nee, also bei dir, ich habe in ganz kurzer Zeit wieder eine Beziehung und zwar, wie gesagt, mit diesem Dunkelhaarigen, den kennst du auch schon. Vielleicht solltest du mal ein bisschen weniger nach dem Äußeren der Männer gehen, sondern einfach auch mal das Äußere und das Innere zusammen sehen. Ja, naja, das ist ja so und so nicht so wichtig, das Äußere, aber ich weiß nicht, irgendwie klappt es eben schon eine ganze Weile nicht mehr. Mhm. Die mir Avancen machen, sind nicht immer so mein Fall. Auch nicht vom Äußeren jetzt her, sondern einfach, ich kenne die zu lange, das sind viel zu beste Freunde, als dass ich da irgendwie was riskieren wollte. Ja, ich meine, gut, Risiko hast du immer im Leben. Also, weißt du, klar, wenn du mit einem Mann, mit einer Freundschaft eine Beziehung anfängst, dann kann das natürlich sein, dass das schief geht, ist logisch. Aber die andere Seite ist, Freundschaft ist die Ausgangsposition einer jeden Beziehung. Weißt du, wenn du eine Beziehung, eine Freundschaft mit einem Mann nicht haben kannst, dann kannst du auch keine Beziehung mit dem führen. Ja, na, das ist klar, aber dann andererseits, denn irgendwo merkt man dann doch, dass der Funke übergesprungen ist und der war bisher noch nicht dabei. Mhm. Also, nee, also nicht bei denjenigen. Nee, also ich hab den auch nicht in deinem Freundeskreis, sondern nur in deinem näheren Umfeld, dass du den schon seit längerer Zeit kennst. Und da wird jetzt der Funke auch überspringen. Bei dir ist übrigens auch noch ein Umzug angesagt von einer Freundin, wo du eingeladen bist auf eine Einweihungsparty. Und da wird es dann etwas konkreter werden. Aha. Weißt du schon was von der Party? Bin ich ja gespannt. Jo, lass dich überraschen. Müsste irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Wochen hier sein. Also ich habe es nur vom Zeitrahmen hier so eng gegrenzt liegen. No. Dani, alles das Gute. Das sieht ja gar nicht so das schlecht sieht aus. Sehr gut aus. Oder? Das bist du gutmütig. Ja, vor allen Dingen, weil da vielleicht jemand ist, den sie ja schon kennt und sie sagt, sie will nicht unbedingt die Freundschaft riskieren und da irgendwas anfangen. Was ist da dein Tipp, dein Rat? Doch probieren. Ja. Oder ist es gar niemand, wo sie jetzt glaubt, das könnte was sein oder aus dem Bekanntenkreis? Wie ich ja gerade gesagt habe, Freundschaft ist die Ausgangsposition für eine Beziehung. Weißt du, die Männer, die dich voll sitzen, 14 Tage lang, ich liebe dich, ich kann nicht ohne dich leben, die man total verknallt. Gibt's sowas? Ja, also ehrlich? 14 Tage lang und dann total verknallt ist. Liebe ist was anderes wie Verliebtheit. Mhm. Und wenn du nur Schmetterlinge im Bauch haben willst und 24 Stunden am Tag glücklich, dann bist du nicht beziehungsfähig. Okay. Na, also wir werden es rausfinden, ob vielleicht meldet sich ja die Dani dann bei uns, ob es dann mit der Beziehung geklappt hat. Sabine sagt, es klappt. Wir können es ja dann erst später überprüfen. Deswegen, ich bin auch immer ganz dankbar. Schreiben Sie uns, wenn es dann so eingetroffen ist, wie Sabine auch vorher gesagt hat. Wäre interessant. 01379691212. Wir warten auf den nächsten. Einer nach dem anderen kommt durch, da klingelt schon. Falls Sie jetzt noch nicht gleich durchgekommen sind, probieren Sie es gleich nochmal. Dann sind Sie der Nächste oder die Nächste nach der Anja. Hallo Anja. Hallo Anja. Grüße Sie. Ja, hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Kurze Denkminute für mich. Liebe ist es Ihr Thema, oder? Ja, Liebe ist das Thema, genau. Sagen Sie, sind Sie schon in einer festen Beziehung oder suchen Sie?
Nee, ich bin schon länger alleine. Ich bin seit letztem Jahr geschieden und wollte eigentlich mal nachfragen, wie es denn mit Partnerschaft so aussieht. Also, Sie wollen nicht alleine bleiben? Wer will das schon? Nee, möchte ich eigentlich nicht so gern. Ja, naja, Sabine. Ja. Was sagen die Karten? Dein Ex-Mann willst du ja Gott sei Dank nicht wieder haben, ne? Nee, nicht so unbedingt. Gut, dann bin ich beruhigt. Das steht da jetzt auch schon. Ja, guck mal her, Kreuz 8 mit dem Kreuz. Also ihr müsst ziemlich viel dreckige Wäsche gewaschen haben in der Öffentlichkeit. Und die Scheidung ist also auch nicht ganz leise Wein über die Bühne gegangen. Er kommt, nee, das stimmt. Ja, also das stimmt war, das? Der schuldet dir immer noch wahnsinnig Geld hier. Aha, sehr interessant. Du hast den Unterhalt noch nicht komplett gekriegt, ne? Nee, genau, da gibt es Schwierigkeiten. Das dauert auch noch länger, es geht bis vor Gericht und geht auch mit bis zum Mahnbescheid, weil dein Ex-Mann möchte auf keinen Fall zahlen. Okay, neues Thema, ich will gar nicht über die schlechten alten Zeiten reden. Ja, siehst du, jetzt wollte ich nur beweisen, dass ich es wirklich kann. Bei dir ist es so, Anja. Du warst damit beschäftigt, erstmal dein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen, dass du erstmal wieder angefangen hast, dich selbst zu lieben. Du hast sehr, sehr viele Demütigungen über dich ergehen lassen müssen. Ja. Und du hast jetzt erstmal, du wolltest keinen Partner an deiner Seite, der, von dem du wieder abhängig warst, ja, sondern du möchtest jemand haben, der dich so nimmt, wie du wirklich bist, und du musstest dich erst selbst finden, dass du wieder eine Beziehung eingehen konntest. Du bist ein sehr anhänglich, sehr liebevoller Mensch, du bist sehr, sehr spontan, also mit dir kann man nachts um drei Pferde stehen, muss nur wissen, wo wir sie hinstellen. Ja. Du hast keine bestimmte Vorstellung, wie er aussehen soll. Er soll nur liebevoll sein, er soll umgänglich sein, er soll kameradschaftlich sein und er sollte auf jeden Fall sehr zuverlässig sein. Alles andere ist dir egal, ob der 1,80 oder 1,60, ich meine, gut, ganz so dick darf er nicht sein, weil du bist ja doch sehr schlank, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe hier in ganz kurzer Zeit, aber und zwar in Verbindung mit einer kurzfristigen Reise, hast du demnächst so einen Wochenendtrip vor zu einer Freundin oder irgendwie mit einer Freundin zusammen? Also geplant ist eigentlich noch nicht. Ich habe eine blonde Freundin hier mit dabei liegen, deswegen frage ich so dusselig, weil ich habe, entweder fährst du zu ihr hin oder sie fährt mit dir zwei Tage weg, das weiß ich, das kann ich leider nicht unterscheiden. Und aha, da habe ich den, und der Mann wohnt nicht weit weg von dir, der wohnt im Umkreis 40, 50, 60 Kilometer, also irgendwas, was mit dem Auto erreichbar ist. Sehr schön. Und es wird das eine sehr stark gut an. Ich würde dir auch sagen, wenn es eine Katastrophe werden, weil ich habe dir vorher über deinen Ex-Mann gesagt, ne? Den kenne ich ja nur auch nicht. Ja, und du möchtest einfach keinen Mann haben, der dich zusüllst, ich liebe dich gar nicht ohne dich leben und dann nach 14 Tagen sagt tschüss. Das willst du nicht. Eben, sondern, genau. Ja, weil der nächste wird lebenslänglich. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Das baut auf. Gut. Das ist doch gut. Also demnächst steht eine Kurzreise, ein Trip an und da ist dann der Mann irgendwo kommt er ins Spiel. Ja. Also Augen auf. Ja, dann warte ich mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Anja, alles Gute. Okay, danke. Alles Gute. Ja, danke. Ja, tschüss. Du siehst mich begeistert, überrascht. Vor allen Dingen über das, was da so vergangenheitsmäßig ratzfatz aufgewälzt wurde. Wurde ja auch bestätigt von der Anja gerade eben, dass es da nicht ganz so einfach abgegangen ist mit der Schau. Und immer noch nicht. Also deswegen nehmen wir das einfach mal so hin. Da ist jemand, der kommt in ihr Leben in Kürze. Ja. Das ist ja eine klare Aussage. Da ist es auch irgendwie zeitlich absehbar, dass sie da jemand finden kann. Das sind ja schöne Nachrichten. Jetzt sind Sie dran. 01379691212. Wir warten auf Ihren Anruf. Sagen Sie uns, was Sie wissen wollen. Ihr Themengebiet doch jetzt von zwei Berufsfragen rüber in das Thema Liebe, Partnerschaft. Einmal, ja, jetzt im letzten Fall, beides mal irgendwie auf der Suche. Einmal was waren es die falschen Männer und jetzt gerade war es... Sie muss erstmal sich selber finden. Jetzt aber das ist okay gewesen, das hat die Zeit. Und das ist vorbei jetzt. Du, das ist sowieso, stell dir mal vor, du wirst eine Frau kennenlernen, die dir nur die Ohren voll sülzt, von wegen, der hat mir das und der hat mir das und der hat mir das angetan. Das hörst du dir eine Woche an und dann bist du bedient. Ach, ich kann schon zuhören. Das glaube ich nicht. 01379691212. Naja, pass auf. Sagen Sie, alles nur Spaß. Sagen Sie bitte, wir werden dann Ihre Frage auch sehr ernsthaft beantworten. Sagen Sie bitte, wo der Schuh drückt und was Ihr Problem ist. Hallo, Ihr Sternenklar. Hallo? Hallo, hier ist die Renate. Hallo, Renate. Bei Ihnen geht es auch um die Liebe. Genau. Na also, sage doch. Und Sie sind aber glücklich eigentlich und wollen glücklich bleiben. Richtig. Hey, woher weiß ich das? Siehst du? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Nee, aber ich kann das ja nicht. Aber Sabine kann das. Mhm. Renate, was ist denn deine Frage überhaupt? Ja, es geht um Partnerschaft und um Liebe, was auf mich demnächst zukommt. Ja, ich wollte eigentlich wissen, wie es bei mir ausschaut mit der Partnerschaft, mit Liebe. Ob die Partnerschaft bestehen bleibt, ob die Partnerschaft sich... Die besteht nicht mehr. Gut. Also ihr habt euch getrennt oder er ist gegangen irgendwie? Nein, ich bin gegangen. Ja. Aber da hängt doch trotzdem noch irgendwas dran. Richtig. Aha, okay. Das größte Problem bei euch in der Beziehung ist aber diese Abhängigkeit von seiner Mutter. Ne? Er verwechselt dich auch teilweise mit seiner Mutter. Mhm. Ja, also ich habe hier, dass er
keine Entscheidungen trifft, ohne dich oder seine Mutter zu konsultieren. Er versucht, dich auch in die Schublade reinzudrängen, wo die Mutter drin ist. Du erwartest von ihm mehr Unabhängigkeit, mehr Entscheidungsfreudigkeit und vor allen Dingen erwartest du von ihm als Mann auch mal eine Schulter, wo du dich ausholen kannst. Du bist mir hier in deinem Leben für alles verantwortlich gewesen. Ja? Also ich habe von der Wohnung über Müllabfuhr bis wie welches Geld wann wohin eingeteilt wird, inklusive, Entschuldigung, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber selbst das Sexleben hast du bestimmt. Er hat von sich aus keine Entscheidungen getroffen. Richtig. Und das ist das, was du jetzt abändern möchtest. Du hast dich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, warst du beim Friseur, du hast dir komplett, ich sag mal, das Äußere komplett verändert, von den Klamotten über die Frisur bis zur Haarfarbe und alles. Richtig. Du willst anders sein. Mhm. Ich nenne es immer das Mrs. James Bond Syndrom, ja, und zwar einfach jetzt wirklich durchgreifen. Wenn du schon diese ganze Last tragen sollst, dann willst du aber auch bitteschön, dass er sich dann nach dem richtet, was du tust, weil ich habe bei euch beiden ja auch finanzielle Verpflichtungen, wo du ständig dafür zuständig bist, die Rechnungen zu bezahlen. Und das ist das, was echt nervt, ja, weil ich habe bei ihm hier hochtrabende Träume, was er alles, ey, was der alles schon in seinem Leben erreicht hat, müsste für ein Rolls-Royce fahren. Im Endeffekt ist es so, er hat massive Schulden hier und das ist das, was du ihm jetzt gerade anlastest. Er muss sein Hintern in Bewegung setzen und endlich mal eine Arbeit finden und seine Sachen selber bezahlen und regeln. Und dann bist du bereit, wieder eine Beziehung mit ihm einzugehen. Von der Liebe her, ich habe, dass er dich immer noch sehr liebt, du ihn genauso, aber du nur bereit bist, einen Neuanfang mit ihm zu starten, wenn er bereit ist, sich komplett zu verändern. Und da ist er gerade dabei. Ja, und wie schaut es mit der neuen Partnerschaft aus? Mädel, du hast doch schon dein Herz vergeben. Nee, nicht ganz. Nein, dein Herz ist doch noch vergeben an den Alten. Ach ja. Ja, und ich meine, du hast hier massenweise Männer um dich rum, die du haben könntest, aber du willst niemandem wehtun, da ist wieder dein Herz zu groß. Mhm. Ich meine, was du mit deinem Hormonhaushalt machst, ja, ob du heute den und morgen den, das ist mir vollkommen egal. Aber lieben tust du so schnell keinen anderen Mann. Ja, ich bin zwar getrennt von ihm und wie lange wird es dauern, bis wir wieder zusammenkommen? So wie du den in den Hintern getreten hast, gebe ich dem noch 6 Wochen. Mhm. Aber zieh nicht wieder sofort mit ihm zusammen. Ich hau dir auf die Flossen, ich schwör's dir. Ich finde dich. Alles klar. Gut. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, klare Ansage, aber sie hat es ja auch bestätigt. Irgendwie. Wenn ich so schnell rede, sag Bescheid. Nee, passt schon. Ich habe alles verstanden soweit. Achtung, jetzt sind Sie dran. 01379 9122. In diesem Fall eine Trennung. Da hat sich sie von ihm getrennt. Musst du sie aber auch. Woher bist du dir sicher, dass er wieder will? Woher weiß ich bitte schön, dass sie ja, alles bestimmt nicht. Hat? Weil ich also weiß das auch nicht. Ist einfach so. Müssen wir alle beide nicht wissen. Aber sie, das hat sie ja schon irgendwie auch bestätigt, dass sie auch allein hier das Umstyling und dass sie neue Frisur hat und die Finanzen regelt bis hin zum Sexleben. Ja. Das hat sie irgendwie alles bestätigt. Also kommt er auch wieder. Aber wenn sie ihn in den warum fragt sie dann nach einem anderen Mann? Weil sie sehr unter dem einen Mann sehr gelitten hat und sie möchte gerne natürlich eine harmonische Beziehung haben und sie Angst hat, wenn sie mit dem Alten wieder anfängt, an dem ihr Herz noch klebt, dass der Stress so weitergeht. Okay. Ändern kann sie ihn nur, wenn sie ihm vorlebt, was sie geändert haben will. Sonst klappt es nicht. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Achtung, jetzt sind Sie dran. Ihre nächste Frage bitte an uns. Thema Liebe, Beruf, Partnerschaft. Es ist Ihre Sendung. Stellen Sie Ihre Frage, Ihr Problem. Und Sabine legt dann die Karten. Wenn Sie jetzt schnell anrufen, sind Sie gleich der Nächste. Wenn Sie nicht warten wollen oder sagen, okay, ich muss nicht unbedingt mein Liebesleben hier im Fernsehen ausbreiten, das Ganze live noch dazu, machen Sie es hinter den Kulissen. Da gibt es eine zweite Nummer für Sie, die 0900 11 22 5000. Nochmal 0900 11 22 5000, wird jetzt auch gleich eingeblendet. Können Sie anrufen und zwar 24 Stunden. Der große Vorteil ist, Sie müssen nicht warten und Sie bestimmen selbst die Länge des Gesprächs. Also wenn es dann eine Nachfrage gibt, hier in der Sendung leider nicht so viel Zeit, dann müssen wir sagen, okay, nochmal anrufen oder nochmal probieren, weil wir ja ganz viele Zuschauer durch die Sendung schleusen wollen. In diesem Fall hier können Sie selbst die Länge des Gesprächs bestimmen und nochmal nachfragen, ja Mensch, wie ist denn das jetzt, warum soll ich nicht den neuen Partner nehmen oder wie komme ich an den neuen Job? Also einfach nochmal nachhorchen, nachfragen und dazu stehen die Experten 24 Stunden rund um die Uhr sozusagen zur Verfügung. Sabine auch. Ja, nicht rund erst, um die nicht, aber gleich im Anschluss an die Sendung. Ja, und sagt, okay, Sabine, ich habe es jetzt nicht geschafft, mit dir zu sprechen. Ab 14.10 Uhr, nach einem kleinen Päuschen, geht es dann weiter, auch in der Expertenhotline mit Sabine, die auch dann am Telefon die Karten legen wird. Sag mal, gibt es da einen Unterschied, ob man das am Telefon macht oder wie jetzt bei uns hier einfach im Fernsehen, dass man das auch sieht? Ist das ein Unterschied? Oder? Also sag mal so, wenn du jetzt Kunde bei mir wärst, dann müsstest du die Karten selber mischen. Achso, das geht auch so jetzt praktisch persönlich, wenn wir jetzt, dann mische ich selbst. Dann musst du selber mischen, weil dann achte ich darauf, wie du abhebst. Da gibt es auch ein paar Sachen, die ich aus den Karten schon lesen kann, während du nur abhebst. Wie ich mich da benehme? Ja. Okay.
Also jetzt sind Sie dran, 01379 69 112. In dem Fall mischt dann auch Sabine die Karten. Sagen Sie uns, stellen Sie uns Ihre Frage zu Ihrem Themengebiet. Was ist das Wichtigste? Was interessiert Sie momentan? Und dann legt Sabine die Karten und guckt dann, was bei rauskommt. Sag mal, kann man, jetzt versuche ich mal eine Frage, kann man zu einem, nicht zu einer Person, sondern zu einer Sache auch eine Frage stellen? Also so wie unsere restliche Sendung bis 17 Uhr heute wird. Ja, dann zieh doch einfach meine Karte. Zieh doch einfach ich muss jetzt Karte ziehen. Ja, du hast eine Frage. Dann mache ich wieder alles verkehrt. Nee, du machst gar nichts verkehrt. Weil du da ist ein Knick drin. Ist die gefälscht? Ist die gezinkt? Ist gefaked, da kann man nichts machen. Okay. Das du kannst auch irgendeine andere Karte nehmen. Guck, allein an meinem Zögern siehst du ja, dass ich immer so einen Schiss habe. Du willst ja nur wissen, wie die Sendung bis Ende ist. Ja, genau. Da kann ja nichts passieren. Nee, kann nichts passieren. Fabrice, magst du bitte ziehen? Weil ich mache das selber. Pass auf. So. Ja, toll. Jetzt ist das gut oder? Ja, das ist eine dunkelhaarige Frau. Du drehst gerade ja mit einer dunkelhaarigen Frau, passt doch. Also, ja, Miriam kommt nachher, die ist dunkelhaarig. Also, deswegen habe ich schon Sehnsucht nach ihr. Gut, okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Karte, weil du willst ja wissen, wie die Sendung abläuft. Ah, die Sendung, okay. Das war jetzt falsch, was ich da gemacht habe. Ja, das war nicht falsch, sondern du wolltest wissen, was bis 17 Uhr passiert. Das bin ich, oder? Ich weiß nicht, was ich dir jetzt gezogen. Guck mal hier, Caro König. Nein, ein blonder Mann. Hast du nachher noch Besuch im Studio? Blonder Mann, Besuch im Studio. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass jetzt alle Personen hier auftauchen, die nachher in den Studio kommen. Ja, überlegen. Was ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ja. Nimm doch mal. Wir warten im Übrigen, während wir hier uns die Zeit vertreiben und Sabine versucht rauszufinden, wie die übrige Sendung des Tages heute wird. Wir sind ja bis 17 Uhr dann, später ja noch die Spielemacher. Versuchen wir... das rauszufinden, können Sie jetzt anrufen und sind dann der Nächste. Ja, fragt doch einfach, ob die Sendung erfolgreich wird oder ob es ein Misserfolg also, wird. Also, wird die Sendung, muss ich das jetzt dann auch so Nein, sagen? Nein, du kannst es ja auch denken. Also, gemacht. Jo, und was hast du gezogen? Ja, Karo 10, schau, ich zeig's dir gleich, auch den Zuschauern. Der größtmögliche Erfolg. Der größtmögliche Erfolg? Kann ja sein. Also nicht abgesprochen. Aber cool ist, dass... Ja, bist zusammen mit Miriam, weil du hast ja gefragt, Miriam. Wie wird die Sendung? Bis 17 Uhr. Miriam kommt ja nachher, passt ja dann. Miriam kommt dazu. Ja, aber wer der Blonde ist, das würde mich interessieren. Der Producer blonde vielleicht, gell? Blond. Wer? Der Producer vielleicht. Ist der blond? Nee, das ist eine Frau heute. Gut, so, nicht. Jetzt mal gucken. Also der, das ist der vielleicht Überraschungsbesuch. Vielleicht gewinnt noch ein blonder Mann den Jackpot, das können wir durchaus sagen. Also, ach so, pass auf. Das ist also praktisch, kann man das so sehen? Ja, also Miriam, die nachher dazukommt. Größtmöglicher Erfolg, also schöne Sendung heute, das ist ja für mich wichtig. Und der blonde dann kommt ein blonder Mann, der gewinnt. Ja, wenn der nachher eine große Summe verlost also wird, frag ihn, ob der blond ist. Dann gut, mach mal. Also ich schau mal, wir haben ja verschiedene Geldbeträge. Und wenn es dann einer der höchsten Geldbeträge ist, dann müsste der blond sein. Ja. Da bin ich gespannt. Ich auch. Mensch, da bin ich gespannt. Bin aber genauso gespannt auf Ihre nächste Frage. 01379 69 112. In dem Fall ging es jetzt, sagen wir mal was Allgemeines, aber die Sendung ist ja dazu da, Ihre Frage zu beantworten, Ihr Problem zu lösen, aus welchem Bereich auch immer. Ist es die Liebe, Top-Thema Nummer 1, meistens Beruf, aber man kann ja auch ins Detail wahrscheinlich gehen. Schon ein paar Mal Sachen dazu gehört, von wegen, soll ich jetzt umziehen, soll ich eine neue, kann ich mir die Wohnung kaufen, kann ich in diese Stadt ziehen, also so Dinge gehen auch, oder? Umziehen in bestimmte Städte, dann sind wieder die Astrologen gefragt, wegen dieser Frag-mich-was-Linien, ja. Das ist aber, und zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ich zum Beispiel habe eine Linie in Gran Canaria und genau wie in Miami habe ich eine Trennungslinie. Also wenn ich mit meinem Partner dahin fliegen würde, würden wir uns automatisch Aber das finden die Astrologen auch. Das wissen die Astrologen. Andere Baustelle. Was kannst du, also wofür sind die Karten prädestiniert? Was kann man damit am besten rausfinden? Ich kann dann sagen, ob jetzt zum Beispiel der Kauf einer Wohnung, ob die erfolgreich wird oder nicht erfolgreich, also ob man Geld drauflegt oder ob das gut läuft zum Beispiel. Es ist immer sehr schwer, auf eine bestimmte Person zu legen. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte wissen, was der Kameramann da drüben macht. Das geht nicht. Weil es Eingriff in die Intimsphäre ist. Aber also besser für sich selbst anrufen und selbst rausfinden. Ja, aber was ich machen kann, ist zum Beispiel gucken, ob es mit dem Job klappt. Ja. Wenn mich jemand zum Beispiel fragt, das hatte ich auf der Messe zum Beispiel, ist mir passiert, Prüfung, wird meine Prüfung gut laufen? Behalt deinen Sinn, reden wir gleich drüber, denn der Willi wartet. Hallo, hier ist Sternenklar TV. Ja, hallo, hier ist der Willi. Hallo Willi, grüß Sie. Bei Ihnen geht es um den Beruf. Nein. Nein, Moment, Liebe. Auch nicht. Gesundheit. Ja, eher. Ah, okay, Willi. Mit drei Anläufen geht noch, oder? Willi, gibt es ein spezielles Problem momentan oder so allgemein? Ja, es ist so, ich hatte zwei Herzinfarkte inzwischen schon und soll jetzt Erwerbsunfähigkeitsrente stellen. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich da Erfolg habe. Okay, also es geht dann doch letztendlich ums Geld, und zumindest die existenzielle Sicherung. Ne? Im weitläufigsten Sinne. Ja, Willi, gut, was ist mit deiner Reha hier? Warum ist die abgelehnt oder warum willst du da nicht hingehen? Ich war auf Reha.
Ja, musst aber noch mal, ne? Das weißt du. Du bist noch nicht ganz durch. Ja. Ja, also gesundheitlich ist es noch nicht sehr viel besser, wie es gewesen ist. Du musst unbedingt deinen Stress abschaffen. Mhm. Unbedingt, weil du weißt, dass der, also mit Krankheiten gucke ich ja mal nicht so gerne. Aber ich habe hier erstmal eine Ablehnung für den Bescheid liegen. Mhm. Also die Rente wird nicht durchgehen. Sag mal, willst du dir das wirklich antun, Erwerbsunfähigkeitsrente? Du hast noch so viele Ideen, so viel Potenzial. Sowas, was du umsetzen willst. Du bist ein Mensch, der sehr gerne verreist, der gerne unterwegs ist, gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Warum willst du aufhören zu arbeiten? Ja, weil es mir immer gesundheitlich so schlecht geht. Ja, das verstehe ich, ja. Aber auf der anderen Seite gesundheitlich, ich verstehe, dass du aufhören willst zu arbeiten, nur die andere Seite ist, du bist nicht 90% oder 80% schwerbehindert geschrieben. Ist ja nicht. Das weißt du auch, dass du eine riesen Auseinandersetzung mit dem Amt kriegen wirst, mit LVA oder BVA oder wer das auch immer ist, dass du das Geld kriegen kannst. Mhm. Weil arbeiten kannst du ja theoretisch immer noch, ne? Ja. Ja, und das, also, wie gesagt, ich würde bei dir einfach nur die Branche wechseln. Komplett. Mhm. Mach was mit Reisekaufmann, Reise irgendwas in der Richtung, ja, das würde dir gut tun. Du brauchst Leute um dich herum und auch die Möglichkeit rauszukommen. Wenn man dich weiter in dem Büro einpfercht, drehst du durch. Mhm. Ja, also ich meine, du wirst ein Teil Erwerbsunfähigkeit sein, aber ich habe dich nicht, dass das arbeiten. Wie alt bist du eigentlich? Du bist doch noch gar nicht so alt. 44. Wir sind doch kein alter Mensch, du bist 5 Jahre älter als ich. Ja. Na gut, also, aber 2 Herzinfarkte ist ja doch schon ganz schön. Ja, das ist schon, ich meine, du hast aber nur einen Vorderwand- und einen Rückwandherzinfarkt. Ja. Ja. So, und der Rückwandherzinfarkt ist ja rechtzeitig gesehen worden, sonst wärst du ja heute nicht mehr da, sonst würden wir jetzt nicht mehr telefonieren, ne? Mhm. Ja, und ich meine, du müsstest wirklich mal ruhiger treten. Du bist ja noch Nichtraucher, wie furchtbar. Wie kriegt man als Nichtraucher einen Herzinfarkt? Wie macht man das? Ich habe früher geraucht. Ja, aber es ist ja Ewigkeiten her. Ja. Ja, deswegen frage ich ja so durch. Es ist erblich bedingt, mein Vater, der war auch herzkrank. Mhm. Nee, was bei dir gut wäre, also ich habe, dass du einen Teil der Rente durchkriegst, aber nicht jetzt, komplett, guck mal, aber kurze Zwischenfrage, auch wenn du sagst jetzt, er kriegt jetzt vielleicht sogar einen Teil der Rente durch, ist es dann eher für ihn als Beschäftigung gedacht? Dass ja, er gar muss nicht, was also tun, lieber, der dreht durch. Gar nicht so wegen, ich sag's ja immer so, nicht wegen dem Geld, sondern dass er was zu tun hat, eine Aufgabe hat. Der Willi ist ein Mensch, der ganz viel tun muss. Okay. Weil Willi, du bist ein Mensch, du kannst nicht auf der Couch sitzen, du wirst wahnsinnig, ne? Ja, das stimmt. Ja, deswegen sage ich, such dir was mit Reisen. Ja. Es klappt, glaub mir. Würde das passen, mit Reisen irgendwas zu machen, was Spaß macht, was hoffentlich auch dann nicht so einen Stress auslöst? Ja. Würde das dir in den Graben passen, Willi? Ja, Reisen tue ich sowieso gern, also... Ja. Ist doch vielleicht ein Ansatz. Auf der einen Seite auch, man muss sich nach 2 Herzinfarkten sicherlich... ja, aber Reisebegleiter Arzt, aber da muss man oder sich sowas zum Beispiel. Reisebegleiter, weißt du, wo man so eine Reisegruppe durch... Das ist aber auch Stress. Gottes Willen. So eine, man muss das ja nicht täglich machen. Oh. Okay. Ja, aber ist das positiver Stress? Ja, ja. Okay. Also Willi, ich bin kein Arzt, ich kann dir nicht helfen, ich weiß nur, schon dich. Aber wenn dir das Spaß macht auf der anderen Seite, also vielleicht wirklich, es klappt mit der Rente und auf der anderen Seite kannst du irgendwas machen, was deinem Leben eine Aufgabe gibt. Das finde ich klasse. Irgendwie, dass man sagt, okay, mein Leben ist sicherlich noch nicht groß. Weil wenn er jetzt komplett in Rente geht, du wüsstest ja gar nicht mehr, wovon du leben solltest. Ja, deswegen brauchst du auch eine Nebenbeschäftigung. Mach was, wo du unterwegs bist. Aber kein Reisevertreterjob, sondern mit Reisen zu tun. Von mir aus bewirb dich bei, wie auch immer, die ganzen Vereine von LTU bis TUI, Kleinkram, wie sie alle heißen, ich will keine Werbung jetzt hier machen, als Tester für Hotels. Sowas gibt es auch als Beruf. Das wäre doch ideal für dich. Ja, doch. Und das ist nicht mit Stress verbunden. Okay. Da musst also du nur gut übernachten. Gehen lassen, reisen. Ja, ist gute Idee. Willi. Erstmal vielen Dank. Ja, erstmal alles Gute für die Gesundheit. Danke. Bleiben Sie gesund, danke. Weiterhin und schönen Urlaub, sage ich dann. Ne? Ja. Danke. Tschüss. Ja, ist natürlich kritisch. Fragen zur Gesundheit, ganz klar. Die Karten können kein Arzt ersetzen. Auch nochmal an dieser Stelle, wenn es jetzt noch eine Frage zur Gesundheit gäbe, bitte natürlich den Arzt konsultieren, gerade wenn es um schwerwiegende Sachen wie jetzt auch Herzinfarkt geht. Aber in dem Fall ging es ja gar nicht mal um die Krankheit, sondern eher um das, was er jetzt noch sein hoffentlich restliches langes Leben noch machen kann. Ja, er wird noch ein ganz langes Leben haben. Er muss bloß einfach den Stress, den er hat, komplett abschaffen. Er reist gerne, kann man das zusammenlegen. Weil das bisschen Rente, was der kriegt mit 44, ich meine, da brauchen wir keine Karten für. Ja. Kurze Zwischenfrage, liest du ab und zu mal Medizinbücher oder woher weißt du Vorder-, Hinterwand, Herzinfarkt? Keine Ahnung. Das kommt halt irgendwo her, ne? Ja, ich meine, ich bin ausgebildete Kosmetikerin, okay. So musste halt das Medizinstudium eher mitmachen, logisch. Aber ich benutze manchmal Ausdrücke, wo ich dann wirklich hinterher da sitze und denke, okay, was das war das? Ja, das war irgendwo, kommt halt irgendwo her. Ja, da haben mich die Kunden dann schon anschreiben müssen und mir erklärt, welche Wörter was bedeuten.
Er hat es ja bestätigt, es war ja so. Dementsprechend stellen Sie Ihre Frage zu Ihrem Thema. 01379 69 1212. Ich brauche meistens 3 Anläufe, bis Sie überhaupt auf Ihr Thema kommen. Das ist bei Sabine nicht so. Die sagt Ihnen gleich, was Sache ist. Was in der Vergangenheit war, was in der Gegenwart ist und was in nächster Zeit passiert, in der Zukunft. Blick in die Zukunft und die Möglichkeit vor allen Dingen. Deswegen nochmal die Frage, ich muss keine Angst haben. Ich habe doch noch eine Wahlmöglichkeit, oder ist das, was du da sagst, jetzt zwingend für mich die nächsten... Überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Also es ist ein Weg. Mhm. Ja, ich meine, viele Leute rufen mir an, weil sie verzweifelt sind, weil sie wollen, dass der Partner wiederkommt. Ja? Und dann, was macht man? Irgendwelche Kurzschlussreaktionen. Der kürzeste Weg ist immer der schwerste Weg und der längste Weg ist meistens der einfachste. So, und man kann ja da, denn den Zwischenweg, die Karten zeigen ja nur den Weg, laufen müssen sie alleine. Gibt es denn auch... Karten, die dann 2 Möglichkeiten anzeigen, oder gibt es immer nur eine Richtung? Ist es so, dass du selbst mal siehst, okay, es gibt diese Möglichkeiten und diese? Das habe ich auch oft in den Karten. Zum Beispiel, wenn die Kundin anruft und sagt, ich will jetzt unbedingt meinen Ex wieder haben. Ja. Habe ich oft schon gehabt. Und ich habe aber noch einen zweiten Mann in den Karten. Das wollen die Leute nicht hören. Das interessiert die nicht, ist mir egal, ich will keinen zweiten Mann. Ach so, Moment. Also wenn eigentlich die Liebe oder die Nachfrage genau. kommt nach dem Ex, ja. der weg ist, dann siehst du da plötzlich eine andere. Was ist dann die Reaktion, wenn es doch so kommt? Nein, ich seh dann den Alten, dass der wiederkommt, ja. und meinetwegen, dass ein Neuer aber dazwischen kommt. Dass Vielleicht sie sich, aber, ja, dass sie sich dann für Neuen entscheiden wird. Ja? So. Und dann sage ich die beiden Möglichkeiten, was die Kundin im Endeffekt macht. Ja. Ja, ob die jetzt einen Multimillionär aus Texas nimmt, der 23 Jahre alt ist, oder sich ihren 45-jährigen arbeitslosen Bauarbeiter wieder krallt, das ist doch der ihr Problem. Ja, aber was passiert dann? Oder wie ist dann die Rückmeldung? Ist es dann jetzt nochmal Situation Ex zurück und Neuer kommt ins Spiel? Und die Person will gar nicht hören, dass dann Neuer ins Spiel kommt. Das wollen sie nie hören. Ja, aber was kriegst du dann ab und zu mal Rückmeldung? Ich krieg dann meistens die Rückmeldung, dass sie sich dann doch für einen Neuen entschieden haben. Ja. Oder den Neuen einfach als Zwischenlösung, bis der Alte wieder da ist, ja. oder was auch immer. Das bleibt den Leuten immer selber überlassen. Ist auch nicht schlecht. Zwischenlösung, bis der Alte wieder da ist. Sehr gut. Bitte schön, Ihre Frage 01379 69 1212. Der SK wartet, glaube ich, gell? Oskar? Oskar. Nee, der Oskar. Oskar, ne? Habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Oskar, ganz kleinen Moment. Alle anderen, die jetzt es versuchen wollen, versuchen Sie es gleich, denn nach dem Oskar sind Sie der oder die Nächste. Oskar, bei Ihnen geht es um die Liebe. Ja, ja. Ja, ja. Das hört sich aber nicht so gut an. Das hört sich fantastisch an, nur wollte ich gerne mit deiner Mitstreiterin reden und nicht mit dir. Ja, okay, ich verstehe. Oskar, ich gebe gleich mal weiter an die Sabine, weil die hat auch Ahnung davon, nicht wahr? Ich weiß das, ich habe es gehört bisher. Ja, schon, gell? Das ist, ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert, vor allen Dingen, weil sie Dinge weiß, die... Oskar, ich bin aber nicht allwissend, muss ich dazu sagen. Oskar, wo liegt denn dein Problem? Mein Problem liegt, ich habe eigentlich kein Problem. Ich möchte nur wissen, ob ich eine neue Partnerin finde, wann und wie es also läuft. Ob du weißt, ob du sagen kannst, wie sie aussieht, wie ich sie finde. Ganz ehrlich, ich habe bei dir 3 Frauen liegen, ja? Das ist ein Harem. Was? Das sehe ich jetzt aber auch. Ja, du hast echt ein Harem. Also du hast eine Herzensdame hier liegen. Du, die letzte hatte ich aber ganz schön verletzt, muss ich sagen. Ne? Also da leidest du heute noch drunter. Du meinst meine Ehe? Ja. Nee, ich leide da nicht mehr drunter. Ja, nee, aber das war der Grund, warum du keine Partnerin mehr hattest. Weil ich habe hier sehr viel Tränen, sehr viel Leid auch liegen. Ja, und die Herzensdame, also ist sie gestorben? Nein, wir haben uns getrennt. Okay, nee, weil ich habe die totale Trennung. Das ist der Verlust dazwischen. Also ist für mich, dass sie überhaupt nie wieder miteinander redet, irgendwie so weit in der Richtung. Genau, exakt. Deswegen habe ich gefragt, ob sie gestorben ist, weil sie kann ja auch nur für dich gestorben sein. Sie ist für mich gestorben, gut, ja. Und ich bin für sie gestorben. Okay, dann wieder auch dieses Vergangenheitsthema ad acta, ja, Oskar. Ja, wir müssen ja wissen, warum. Nach den Neuen. Jetzt bin ich aber auch gespannt, Oskar. Ja, weil ich habe hier echt die Auswahl, das Thema, was wir gerade hatten. Ich habe hier eine dunkelhaarige Frau, vor der ich dich ganz massiv warnen möchte. Diese Frau reist sehr gerne, ist sehr viel jünger als du, hat 2 gescheiterte Ehen hinter sich, wenn dir das weiterhilft, und ist finanziell am Ruin. Bitte die nicht, okay. weil die ist wirklich nur Dollarzeichen in den Augen. Dunkelhaarig. Ja. Ja, und dann die andere, ich habe eine blonde Frau noch hier. Sag mal, du hast kein Problem damit, wenn deine Partnerin Kinder hat, ne? Nee. Gut, weil ich habe eine blonde Frau, deswegen muss ich so dusselig fragen, weil ich eine blonde Frau habe, die schon eine Tochter hat. Wie gesagt, ich will jetzt auch keine Fixierung setzen. Eine Tochter hat, die kennst du aber auch schon. Die wäre die ideale Partnerin, weil du brauchst jemand, der auch sich um dich kümmert. Du bist ein Mensch, der auch mal Anlehnungsbedürftigkeit hat, dem eine Ehe geben und nehmen ist. Du gibst gerne das Geld, dass sie dann gut einkaufen kann und alles. Also es sollte schon irgendwo ein Ausgleich da sein. Ja, also wie gesagt, du wirst die Auswahl zwischen den beiden Damen haben. Nimm bitte die richtige. Dann habe ich bei dir hier auch noch, was dir fehlt momentan, so ist der
Kick, ja? So irgendwas. Ja. Du läufst rum, es rennen die Weiber hinter dir her, aber entweder, weißt du, so, oh Gott, wo haben sie die rausgelassen, ja? Ich habe hier eine, die ist bestimmt 5, 6 Jahre älter als du. Ja. Gewichtsklasse wie ein kleines Walross, aber total verknallt in dich. Also, nee, ne? Also, du brauchst was Ästhetisches, was, ich weiß nicht, bist du ein Luftzeichen, Waage oder? Ich bin ein Fisch. Fisch, okay. Nee, weil ich habe dich hier mit sehr ästhetisch, sehr kulturbedingt bedacht, gerne essen gehen. Also du genießt das Leben gerne. Und da sollte sie auch mit reinpassen. Sie sollte wenigstens, wenn sie den Mund aufmacht, Deutsch sprechen können und nicht deinen Dialekt, den man nicht versteht. Bitte, ja, bitte. Ich bin gemein, ich weiß. Oh Gott, schnell die Klappe halten. Nein, ich habe in ganz kurzer Zeit wieder eine Partnerschaft. Also, aber die Dunkelhaarige wird versuchen, der Blonden das Feld streitig zu machen. Du wirst sie aber dann doch für die Richtige entscheiden. Und die Dritte? Die Dritte ist seine Ex-Frau, so, okay. die er wirklich extrem geliebt hat, aber er ist so enttäuscht gewesen, dass er schon mal Schnauze voll von Weibern, wie gar keine mehr sehen. Also blond mit Kind? Blond mit Kind. Ohne jetzt, wie alt bist so schön, du, Oskar? Wie älter hast du gesagt? Was? Hast du gesagt, sie wäre älter? Nein, oder die ist jünger. Ich habe eine, die ist bedeutend älter wie du. Die ist etwa ungefähr die Gewichtsklasse, die ist hinter dir her. Die wollen wir ja noch nicht haben. Nein, nee, bitte nicht. Nein, ich wollte nur wissen, wie alt du bist. Ich bin schon Medusa alt. Wie alt ist die Medusa alt? 72. Ne, das ist ja nur kein Alter, oder? So. Mein Stiefvater ist 68, der ist gerade in Bombay drüben. Also bitteschön, was soll ich sagen? Ja, gut, okay, ich fühle mich auch fit. Okay. Ne, also dann, ist das nicht ihre Tochter, dann ist sie Enkeltochter. Ich wollte jetzt nur wissen vom Alter her. Okay. Aber wie gesagt, es dauert auch nicht mehr lange, bis du in der Partnerschaft drin bist. Also du bist sowieso, der Mann ist nur unterwegs. Im Vereinen, am Tanzen hier. Sag mal, ruderst du noch? Muss ich mal blöd fragen. Nee, sportliche, in der Badewanne vielleicht. Nein, sportliche Aktivitäten kann ja sein, was du dir so ein Brett da oder was ich denn, ne? Ja. Nee, aber ich habe bei dir sportliche Aktivitäten. So, genug geflirtet, Oskar. Ich wünsche alles, alles Gute, dass da auch eine Partnerin kommt. Doch, die kommt. Ja, dass es noch eine ganz glückliche Zeit gibt. In nächster Zeit hoffentlich, ja? Ja. Okay, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss, Oskar. Tschüss. Tschüss. Oskar. Ja. Hat gleich gesagt, mit dir will ich nicht reden, sondern gleich mit Sabine. Apropos, wenn Sie das auch möchtet und nicht gleich jetzt bei uns durchkommen, kein Problem, dann rufen Sie einfach auf unserer Experten-Hotline an. 24 Stunden geschaltet. Hier ist die Rufnummer 0900 11 22 und die 5000. Wenn Sie mit Sabine direkt sprechen wollen, kein Problem. Da bin ich dann auch nicht dabei, sondern das Ganze hinter den Kulissen. Circa 14.05 Uhr, 14.10 Uhr ist sie dann auf dieser Rufnummer zu erreichen. Können Sie ganz in Ruhe Ihre Themen besprechen. 0900 11 22 5000, etwa eine Stunde. Wenn Sabine nicht da ist oder wenn Sie später anrufen wollen oder morgen oder den nächsten Tagen, 24 Stunden ist diese Rufnummer geschaltet, wo Sie immer einen Experten erreichen können, sei es Karten legen oder Sabine sagt ja selbst, es gibt Themengebiete, wenn es um Zeit geht oder so Örtlichkeiten auch, wo so Meridian, da sind es die Astrologen. Bekommen Sie dann auch einen unter dieser Rufnummer. Nochmal 0900 11 22 5000. Hat den großen Vorteil, dass Sie nicht warten müssen und selbst die Länge des Gesprächs bestimmen. Wenn Sie aber jetzt mit uns die letzten Minuten in dieser Sendung mit uns sprechen wollen, ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, dann ganz schnell anrufen und mit uns beiden sprechen, 0137 96 122, Ihre Frage stellen zu Ihrem Themengebiet. Doch hat sich wieder mal die Liebe durchgesetzt, obwohl ihr Beruf gestartet. Und das Erstaunliche, wenn jemand nach einer neuen Beziehung, nach einer möglichen Partnerschaft fragt, gibt es dann auch mal die Antwort, dass es da drei Frauen gleich gibt. Ja. Inklusive der Verflossenen. Ja, das sind die Möglichkeiten, weißt du. Er hat ja keine konkrete Partnerin jetzt in Aussicht gehabt, dass er sagt, ich will jetzt Margot oder was weiß ich, oder Silke oder Elke oder was auch immer. Mhm. Sondern er wollte überhaupt jemand Neues. Und er hat so lange an seiner Ex festgehalten, die hat ihm so wehgetan, dass er so lange sich distanziert hat, dass er jetzt erst bereit ist in eine Partnerschaft rein. Aber er hat gewisse Vorstellungen, was er haben will. Das und da wird er die Auswahl zwischen zwei Frauen haben. Ja, das hat man auch ganz genau gehört, dass er genau weiß, was er will. Ja. Also, wenn Sie auch eine gewisse Vorstellung haben von dem, was Sie über Ihr Leben wissen wollen, dann lassen Sie es uns wissen. Wir haben ein bisschen Zeit noch. 0137 96 122. Nicht mehr viel Zeit. Ich denke, 2 bis 3 Zuschauer schaffen wir noch. 2 bis 3 Fragen schaffen wir noch. Also, bitte überlegen Sie sich, was ist im Moment das Problem? Ja, wenn Sie, wie gesagt, das Beste, wenn ich irgendwie Sorgen habe und wach morgens auf, dann ist diese Frage gleich im Kopf. Dann kriegt man die nicht mehr raus. Und dann ist, glaube ich,
einen Versuch zumindest erstmal wert, hier anzurufen und eine unabhängige Meinung zu hören. Ja. Was man daraus macht, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Du kennst ja die Person nicht, ich kenne sie nicht. Wie nimmst du dann Kontakt auf? Erklär es mir kurz, wenn ein Zuschauer jetzt anruft, sich hat noch nie die Karten legen lassen. Woher kommt diese Information, der Informationsfluss? Ich brauche die Stimme und ich brauche eine konkrete Frage. Also wo ich wirklich auch keine Antworten kriege, ist mir auch schon passiert, dass ich mal nichts gesehen habe. Das gibt's auch. Ja. Aber sagst du dann? Ja, sage ich dann auch nichts aus. Ja. Okay. Und was ich brauche, ist eine konkrete Frage. Also Testfragen, so was ich, ob ihr Mann jetzt, weiß ich, blonde Haare, schwarze Haare oder sonst was hat. Ich meine, das sind Fragen, die weiß ich sowieso. Deswegen muss ich den Hellseher nicht anrufen. Aber oft ist es ja so, weißt, kennst du das, wenn du eine Entscheidung treffen musst, gehe ich heute Abend zu der Party oder gehe ich zu der Party? Mhm. Blödes Beispiel, aber dann kannst du fragen, wie fühle ich mich bei der Party, wie fühle ich mich bei der Party? Und dann kannst du die Entscheidung treffen. Was du natürlich, wenn du sagst, ich gehe zu der Party, wo ich mich nicht wohlfühle und fühlst dich dann doch wohl, hätte ja sein können, dass du bei der anderen besser fühlst. Ah, okay. Hallo, ihr Steinklar. Anne, oder? Ja, Anne. Ist Anne, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind erstmal. Schön, dass Sie es geschafft haben. Von wo aus rufen Sie an? Aus Oberhausen. Oberhausen. Ist in der Nähe Köln, oder? Essen, Oberhausen. Gut. Ah, genau. Da gibt es noch so eine große Veranstaltungshalle, daher kenne ich das, glaube ich. Genau, genau. Okay, damit genug der Einführung. Bei Ihnen geht es um welches Thema? Es geht um Beziehungen. Ich wollte wissen, ob da noch mal jemand auf mich zukommt. Sie sind also momentan alleine, Anne? Ja, ich bin alleine. Und wollen gute Nachrichten, so wie der Oskar gerade eben, der ja dran war? Eigentlich ja. Schauen wir mal. Ja, ich habe auch nichts Negatives hier liegen, muss ich gleich dazu sagen. Dank. Nee, das Einzige, was ich bei dir habe, ist eine selbstgewählte Einsamkeit, dass du jetzt momentan erstmal deine innere Mitte wieder gesucht hast. Der neue Partner wird deinem Ex ziemlich ähnlich sein, aber nur vom Aussehen her. Ich habe den aber sehr anhänglich hier liegen. Dunkelhaarig auch, ne? Ja. Ja. Ist dein Ex eine andere Frau geheiratet? Ja. Ja, weil der wird nämlich gerade Vater oder ist gerade Vater geworden. Und das ist das, was dich so dermaßen tief verletzt hat, dass du erstmal gar keine Beziehung mehr haben wolltest und dich total zurück. Du hast einen, ich sag mal, nicht Männerhass, ist falscher Ausdruck, aber so viel tiefe Verletzung, dass der Neue wirklich Zeit braucht, um dich erstmal kennenzulernen. Ne? Und die Zeit, ich denke schon, ja. Ja, und du bist mittlerweile bereit, so dein Schneckenhaus wieder ein bisschen aufzumachen und zu sagen, Mensch, ich nicht nur misstrauen, sondern ich will auch wieder vertrauen. Ja, und das wird auf dich zukommen in ganz kurzer Zeit. Ich habe den, wie gesagt, vom Äußeren her, deinem Ex sehr ähnlich, nur einen ganz anderen, viel liebevolleren, sehr anhänglichen Charakter. Und ich habe den Mann auch sehr nah am Wasser gebaut. Also sehr empfindlich, auch sehr sensibel, der auch mal deine Stimmung auffängt, weißt du? Ja. Also auch mal jemand, der dich wieder zum Lachen bringt, der einfach mal sagt, ach Schatz, du bist traurig, komm mal hier, oh Tütschel, Tütschel. Weißt du, so, dass du wieder lachen musst. Ja. Ja, das ist für dich sehr wichtig. Aber wo findet Anne den Mann? Ganz genau. Wo ist der? Die gute Anne geht doch in letzter Zeit ziemlich viel um die Häuser hier, ne? Im Internet. Überhaupt gar nicht um die Häuser. Warum nicht? Weil im Internet findest du nicht, ganz ehrlich. Nee, Internet habe ich nicht. Gott ich gehe nur Dank. Arbeiten. Ja. Nee, aber ist er vielleicht auf der Arbeit? Nein, auf der Arbeit ist er nicht. Okay. Soll sie auch gar nicht mit Arbeitskollegen. Aber sollte sie dann ausgehen? Sie sollte ausgehen, ja. Du hast sowieso eine Urlaubsreise, die du schon 11 und 20 Mal verschoben hast. Vor mir, ja. Ja, ja, ich weiß. Ach, da vielleicht. Im Dezember, wo geht's denn da hin? Weit weg. Nach Ägypten, weit weg. Ägypten. Na, sehr schön. Ja. Vielleicht, ich kann, es ist kein Ägypter, ja? Also ich habe den Mann bei dir in der Umgebung wohnen, ja? Das gleiche. Ja. Also es kann sein, dass der auf der Reisegruppe mit dabei ist, dass du ihn in Ägypten kennenlernst, dass er bei dir um die Ecke wohnt, es gibt ja die dämlichsten Zufälle, oder dass du nach der Reise entspannt wiederkommst und dann. Ich habe ihn in Zusammenhang mit dieser Reise, deswegen, weil ich habe gesagt, viel um die Häuser. Und das, wenn du es nicht tust, dass du weggehst, dann muss es die Reise sein, weil es ist außer Haus und wo du wirklich Spaß dabei hast, wo du wieder lachst. Also wenn es nicht das Ausgehen ist, dann ist es wohl die Reise. Ja. Das ist doch ein guter Hinweis. Anne, Augen auf. Ohren auf und gucken, was da in Ägypten aus Oberhausen vielleicht mit dabei ist. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja. Drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Vielen Dank für alles den Anruf. Gute, alles ja. Gute, ja. Ja, ich bedanke mich. Danke, ja, gerne. Tschüss. Tschüss, Anne. Auch hier wieder Vergangenheitsbewältigung. Der Mann, der sie verlassen hat, andere Frau geheiratet. Auch das war zu sehen. Sie soll aber froh sein, dass sie los ist, weil die Ehe ist... War gut, okay, dass er weg ist. Aber dementsprechend glaube ich jetzt auch daran, dass da außer Haus, sei es abends oder sei es im Urlaub, der Nächste schon wartet. Wir warten auch auf den Nächsten, und zwar den oder die Letzte. Denn wir schaffen einen noch ganz schnell. Ganz schnell anrufen. Sendung ist schon fast rum. 01379691212. Sabine mischt schon. Das letzte Mal für heute. Guckt noch einmal in die Karten. Ich vermute, es geht wieder ums Thema Liebe. Soll es was anderes sein? Auch das beantworten wir gerne. Ich nicht, aber Sabine. Und sagt Ihnen dann, worum es geht. Ich hätte ja auch gerne noch zwei, drei. Machen wir gleich. Ja, Lottozahlen, ne? Ich weiß. Nee, Lottozahlen gar nicht mal.
Naja, nach der Sendung dann. Apropos, sage ich Ihnen gleich noch, wie Sie gleich, auch wenn es jetzt mit dem nächsten Anruf nicht klappt, wie Sie Sabine auch gleich noch sprechen können, gibt es auch noch mal einen Hinweis. Jetzt aber die letzte Chance des Tages. Ganz schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit, es ist schon kurz vor zwei. Wir müssen um 2 Uhr hier rausgehen. Also ganz, ganz schnell uns die letzte Frage stellen. 01379691122. Eine Antwort bekommen Sie noch. Also schnell anrufen, 01379. Oh, da ist schon jemand. Ja. Die letzte Anruferin, Ulrike. Hallo, Ulrike. Hallo. Und ich vermute, Ulrike ist blond? Ulrike ist blond. Ja, ist richtig. Sehr gut. Ulrike, letzte Frage des Tages, es geht um die Liebe. Ja, ist richtig. Habe ich gut gewusst, dass sie blond ist, oder? Ja, gut geraten. Okay. Also, Ulrike, ich habe bei dir aber einen Neuanfang liegen, aber einen kompletten Neustart. Sag mal, du musst bei dir liegen extrem viele Tränen in letzter Zeit, aber auch Tränen aus Wutausbrüchen raus. Ja, ist richtig. Hallo? Ist ja? Richtig, hat sie gesagt, okay, ja. Ich habe es akustisch nicht verstanden, entschuldige. Nee, weil ich habe das hier, also wirklich das Einzige, was du, dein Partner gibt es ja schon, er ist ja der Richtige und es ist ja auch dein Herzenspartner. Bloß wenn du mit deiner gutmütigen Tour so weitermachst, wie es die ganze Zeit gemacht hast, weißt du, dass du diejenige bist, die am wirklich leidet ohne Ende. Ne? Und das ist das, was du nicht mehr willst. Aber ich weiß nur gar nicht, welchen Partner, ich habe noch keinen Partner. Ich habe ihn hier bei dir auf der Arbeit es ist aber auch jemand, der, ich sag mal, in einer höher gestellten Position ist, ja, über seinen Beruf, nicht über deinen Beruf, andersrum, über seinen Beruf. Ich habe ihn als blond, ich habe ihn ungefähr 1,80, 1,85 groß, ich habe ihn ein bisschen älter als du, 1 oder 2 Jahre, lieber auf den ersten Blick, aber bitte hör auf mit deiner Gutmütigkeit. Ja, weil du bist mir wieder, deswegen auch diese Wutrennen in letzter Zeit, finde ich sehr gut, dass du endlich anfängst, durchzusetzen, weil du versuchst immer allen Menschen alles recht zu machen. Das ist nicht gut. Ja, das ist richtig. Ja, und seit du dich das dort durchgesetzt hast und nicht mehr alles machst, um nur nicht alleine zu sein, klappt es ja auch wieder, weil du lernst in letzter Zeit sehr viele Männer kennen. Bloß den richtigen musst du es aber machen. Ja, aber die sind nie das Richtige, ne? Meistens immer verheiratet und... Also bei verheirateten Männern, wenn du nur verheiratete Männer triffst, weißt du, dass du innerlich noch nicht bereit bist für eine Beziehung. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber da ist aber einer. Da ist einer. Der kommt, der ist schon da. Alles Gute, tschüss. Sorry, letztes Gespräch sehr, sehr kurz, aber wir sind schon am Ende der Sendung. Sabine Tonke, vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr spannend, aber... Wenn Sie jetzt nicht durchgekommen sind, nicht traurig sein. Jetzt gleich anrufen, und zwar 24 Stunden. Die Experten-Hotline jetzt geschaltet, wie immer 0900 11 22 5000. Sie sehen es eingeblendet. Und du hast kurz Pause. Ja. Dann ist Sabine da, dann können Sie direkt mit ihr sprechen. Ich bin da nicht dabei, also sie wird direkt am Telefon dann auch sein, mit Ihnen sprechen. Verlangen Sie nach Sabine, die gerade bei Sternenklar war. Und dann wird sie Ihnen die Karten legen und ganz ausführlich dann nochmal auf Ihre Frage, auf Ihr Thema eingehen. Oder? Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das war sehr, sehr spannend, sehr nett. Und das nächste Mal will ich dann auch wissen, okay, wie es bei mir weitergeht. Kann ich dein Nemo wieder haben, ja? Den darfst du haben. Danke. Das war's mit Sternenklar. Und rüber geht's zu den Spielemachern.